ihr den Boss gesehen? Ich habe ihn gesehen. Hier oben. Er macht Schwankum die Hölle heiß. Das können wir nicht zulassen. Kollege! Ich hasse das! Ich will das nicht! Alle reden immer nur über die... Was wollt ihr denn? Ich mag euch nicht! Du bist also der Fiesling, der die Werke der Inselbewohner hier überall demoliert hat? Hä? Du bist ja komisch! Aber du siehst lecker aus, wie ein Schwein! Ich sehe gar nicht lecker aus! In der knusprigen Panade würde ich sicher furchtbar schmecken! Das gefällt mir nicht, und zwar überhaupt nicht! Verstoßen haben sie mich! Kein Wort reden sie mehr mit mir! Darum schlage ich gleich mit meinen Fäusten alles kurz und klein, und dann reden alle nur noch von mir! Zerstöre! Was ist das denn für einer? Wow! Was zum... Ah, die Kunstwerke! Sie prassen auf uns zu! Okay, es geht nicht anders. Bossfight gegen Schwankhart. Vermutlich so eine Art Zwischenboss, weil ich denke nicht, dass es der Typ vom Leuchtturm ist. Level 7, wir sind nicht bei Level 6. Aber okay, wenn er genauso funktioniert wie die anderen kleinen Viecher, dann soll das auch ein Klack sein, oder? Aua! Oh, mein Schädel! Ja, gewöhn dich besser mal dran. Wow! Okay. Ja, denkst du, dein Schädel ist jetzt geschützt? Guck zweimal! Oder guck gar nicht mehr! Ich dachte schon wieder. Bam! Das gefällt mir. Hör, was zum... Tanz? Oh, jetzt steht der. Jetzt meint das aber ernst. Und so viel Schaden haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Brauchen wir so ein Item, womit wir mehr Schaden machen. Wow. Wow, was so? Wie oft greift er an? Was zur Hölle? Und ich denke mal, wir können nur springen in diesem Moment. Weil er steht ja auch. Das ist weit oben. Oh, was so? Okay. Bam. Bam. Ah, da guckt auch immer in die Richtung. In die Richtung, wo es runterfällt. Zu früh geschlagen einmal. Doof. Hä? Wieso hat der Typ das jetzt im Hintergrund in der Hand? Hä? Was soll das bedeuten? Na, ich sollte mich auf jeden Fall sicher halten, mal erstmal heilen. Wäre nicht verkehrt. Und ich sehe auch die ganze Zeit schon über, dass wir so Koopa-Panzer-Punkte haben. Nein, verdammt! Wir können sie nicht benutzen. Aber Luigi hat eine Idee. Ist dir was eingefallen, Luigi? Luigi den. Manchmal muss Luigi einen Bossgegner nur ansehen oder ein wenig die Umgebung betrachten, um eine ebenso plötzliche wie bahnbrechende Eingebung zu erhalten. Den Kampf erscheint daraufhin während Luigis Zug der Kommandoblock Luigi D und kann durch Dagegenspringen ausgewählt werden. Sei gespannt, was Luigi so einfällt, also für Einfälle hat. Okay, wenn ich die erfolgreichen Taten setze, kann ich gewaltigen Schaden gegen den Boss machen oder es ist sich. Natürlich ist auch bei diesen Aktionen Maris Hilfe unerlässlich. Sollte er gerade ohnmächtig sein, wird die unverzügliche Verabreichung eines One-Up-Hits empfohlen. Okay, ja Luigi, mach deine Idee. Ja, oh! Uah! Was? Hä? Sonst muss ich immer A gedrückt halten. Jetzt muss ich einmal A drücken. Hey, wie dumm ist das denn? Wieso wird mir das nicht erklärt? Hä? Was zur Hölle? Das war jetzt total dumm. Nee, das will ich unverzüglich nochmal versuchen. Das ist ja dumm. Also ja mal wirklich. Da, jetzt können wir das gleich nochmal machen. Erstmal heile ich mich. Und dann kann Luigi sofort seine Idee machen. Oder auch nicht.
Oh, getroffen sogar. Schön. Ist das bei der Hälfte? Ein Drittel. Na komm, machen wir nochmal Luigi's Idee. Also er fängt es zwar auf, aber ich muss im richtigen Timing A drücken, um es zurückzuschleudern. Also A gedrückt halten ist nicht. Bam! Bam! Ich habe einfach gespammt, war richtig. Oder vielleicht habe ich zufällig im richtigen Timing gedrückt. Oho, er ist verwirrt. Unsere Hammerattacken können wieder treffen. Bam! Ouch! Das war sogar sehr effektiv. Also Ouch ist wirklich das Beste, was man haben kann. Ein Ouch mit einem Toll. Wie geht das überhaupt? Wenn ja, wäre das sogar noch krasser. Oh, er hat es wieder erholt. Kommt natürlich aber darauf an, wie lange er sich jetzt erholt hat. Oh, er ist bei der Hälfte. Lange hält der Kollege nicht mehr aus. Dieser Typ. Einfach unsere Kunstwerke geklaut. Also nicht unsere, aber von den Mitbewohnern halt. Das geht echt gar nicht. Du Idiot! Nimm das! Bam! Okay, jetzt wechselt er wieder. Ah, okay, verstehe. Ich habe außerdem mit A gesprungen, mit Mario. Weil ich auch nicht genau wusste, wen er jetzt angreift. Können wir nochmal diese Attacke machen von Luigi? Luigi-Idee. Damit wir schön weit vorankommen. Mist. Jetzt. Okay. Zumindest einmal irgendwie gekontert. Einmal hat er. Einmal keiner. Und dann wir. Das ist doch fair. Das ist doch ein fairer Kampf. Oh, was zum. Ah, das sind wir. Alright. Mein viel Schaden macht's nicht, aber es sind ja auch nur so kleine Bröckel. Die sollen ja auch nicht viel Schaden machen. Wenn's das ist. Wenn's sonstiges ist. Ja! Wir können nochmal Luigi's Idee machen. Und ich glaube, ein zweites Mal wird er diesen Angriff nicht überleben können. Ich glaube, das weiß er auch. Jetzt versucht er alles, damit das nicht passiert. Schade, nicht gekontert. So, los geht's. Also komm schon, mittlerweile musst du doch gelernt haben, dass es nicht klappt, Kollege. Und er versucht es trotzdem. Idiot. Bam! Ah, immer im richtigen Moment, okay. Ich habe es mal nicht gespammt. Ich glaube, man muss wirklich im richtigen Moment machen. Weil er sonst nicht weit genug fliegt. So, aber du fliegst jetzt, Kollege. Das war's mit dir. Bam! Ouch, 40 Schaden. Hoho, das schmeckt's. Ups, das wollte ich gar nicht. Mist. Oh, wir haben nochmal. Oh, wir dürfen nochmal. Oh, jetzt ist vorbei mit dir, Freundchen. Das war's. Es ist vorbei. Nein? Ganz kleinen Lebenswillen hat er wohl noch. Das war's. Es ist vorbei! Er geht zu Boden. Oh, ein Superpilz, danke. Oh yeah! Level 6 auch mal. Nee, 7. Aber wir waren Level 6, echt? Hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Cool, wir waren Level 6 sogar. Yay, Level 7! Ich glaube, eigentlich sollte man hier schon beim Panzerrang sein, beim Koopa-Panzerrang, aber egal. Das kriegen wir noch hin. Es sei denn, ich bin sehr viel Erfahrungspunkte. Wie weit sind wir denn? Dürfen wir nicht sehen. Okay. Schade. Ich hoffe, wir kriegen die Erfahrungspunkte noch. Nicht, dass sie uns einfach weggenommen wurden, nur weil wir jetzt selber bekommen haben. Das wäre blöd. Au, 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 au. Tja, tut mir weh, was? Ihr. Na, wartet! Was soll das hier eigentlich werden? Ich hatte gehofft, dass ich mich irre, aber du warst es wirklich, Schwankhart. Tantchen! Hä? Diese Familie? Dabei warst du doch früher für mich wie ein eigener Sohn. Ich weiß gar nicht mehr, wann und warum das aufgehört hat. Ach, jetzt tu nicht so. Du hast mich nicht mehr beachtet, Tantchen. Keiner von euch. Alle haben mich ignoriert. Also, hab ich... Das ist doch keine Art. Das ist der dämliche Grund dafür, dass du andere Leute Kunstwerke zerstörst, damit die Leute dich bemerken, mit dir reden, dich in ihr Herz schließen. Wie wär's mit Freundlichkeit?
sieht so aus, als müsste ich dir erstmal ein paar Manieren beibringen. Nein. Jetzt wird's hart und herzlich. Ich bin Zorn in der Mutter. Hilfe! Wir müssen uns jetzt nicht einbringen. Der Schuss in den Ofen. Ich weiß doch, dass du eigentlich ein gutes Bürschlein bist. Sieht fast so aus, als wäre das Teilchen noch härter im Austeilen als ihr. Ja, irgendwie schon. Hamaria! Ja, was geht denn ab? Bloß gut, dass dir nichts passiert ist. Jau, alles in Butter, dank Mario und Luigi. Danke. Kein Problem. Aber die Insel ist verwüstet und unsere Werke zerstört. Dann bauen wir eben alles wieder auf? Ja, echt so. Hä? Check ich nicht. Egal, wie sehr hier alles zertrümmert und zerdeppert wurde. Wir haben hier schon mal so viel geschafft. Dann kriegen wir es auch ein weiteres Mal hin. Ja, da hast du völlig recht. Genau, machen wir unsere Insel gemeinsam wieder schön. Juhu! Schweinchen, Batz. Ich mag Batz. Ich finde einen lustigen Charakter. Coletta. Finde ich bisher ein bisschen langweilig. Man hat noch nicht so viel von ihr mitbekommen. Sie erzählt nur die Story und so von ihrer Persönlichkeit haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber hey! Jetzt geben wir auf magische Weise die Fähigkeit, die Meeresströmung da drüben wieder zu befahren. Muss schon sagen, wenn es drauf ankommt, ist auf euch anscheinend Verlass. Vielleicht kriegt ihr Konnektarien ja wirklich wieder zusammengefrustelt. Daumen sind jedenfalls gedrückt. Ich hoffe aufs Video. Das sollte ich wohl besser Dratus erzählen. Ja, und die anderen wollen bestimmt wissen, was hier los war. Wer ist das denn? Also dann, ab zurück nach Capitabora. Ihr könnt das hier als Abkürzung benutzen. Was denn? Hä? Was ist das denn? Ich schulde euch zwar was dafür, dass ihr das ganze Drama hier beendet habt. Eine Rückerröhre erhalten. Wow, einfach eine Goldröhre. Bis jetzt war es noch einfach, aber da kommt noch einiges auf euch zu. Mit dieser Rückerröhre könnt ihr euch zur Insel begeben, auf den Connector fließt. Das ist ja mal praktisch. So kommen wir direkt zurück nach Capitabora. Einmal dürft ihr raten, wer die gebaut hat. Kleiner Tipp. Ich. Schließlich bin ich die Mutter von Baugustin und Fabrizio. So was ist ein Klacks für mich. Na los, probieren wir es aus. Nur ZR drücken und sie ist bereit. Passt gut auf euch auf, ihr zwei. Wie ein Instant zurück nach Hause Knopf? Tatsächlich. Warte, haben wir jetzt ja auch alles? Ja, wir haben Schwankum komplett abgeschlossen, wie es scheint. Oder? Nee, warte, da oben ist noch was. Ich schau nochmal nach, ob wir da lang können. Weil erst, wenn wir das da hinten noch gemacht haben, haben wir alles abgeschlossen. Achso, und ich kann ja währenddessen mal heilen. Wir wurden ja ziemlich zugerichtet bei dem Kampf. Das ist doch so krass, aber... Schon ein wenig, kann man so sagen. Kann man so sagen? Das kann man so sagen. Dürfen wir hier durch? Komm schon, wir dürfen doch bestimmt hier wieder durch. Also bisher wurden wir noch nicht aufgehalten, also scheint das zu klappen. Schön. Ah, hier sind wir wieder, jetzt erinnere ich mich. Was geht ab, Kollegen? Ich wollte mich hier drüben noch ein bisschen umschauen, weil ich gesehen habe, dass hier was gewachsen ist. Hör mal, sind wir unten? Waren wir hier unten schon mal? Nee, wir waren hier wirklich noch gar nicht. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass man hier runter kann. Was? Was für ein Geräusch? Keine Ahnung. Irgendwas hat geklingelt. Wird schon nichts Wichtiges sein. Und schaut mal, was wir hier schon gefunden haben. Ein Pilz und eine Menge Mula. Bisschen Knete, bisschen Patte, bisschen Geschenke. Und nochmal eine weitere goldene Rübe. Yay! Muss mir helfen? Okay. Ah, wieder nur Münzen. Diese Mario-Luigi-Münzen sind viel mehr wert. Und es ist spannender. Na gut, wir sind hier komplett fertig. Also, zurück nach Capitabora. Um die Schwimmrichtung zu ändern. Ding! Ach ja. Also bisher habe ich Basel im Spiel. Wie gesagt, es spielt sich überhaupt nicht wie die anderen Mario-Luigis, aber es ist bisher
doch, unterhaltsames Spiel. Kann ich anders sagen. Nicht schlecht bisher. Oh mein Gott, sind ja viele mittlerweile. Wer sind die denn da links? Diese Schwester, diese Lästerschwestern. Mario, Luigi! Ihr habt Schwankum gerettet. Ein Besucher von dort hat mir alles erzählt. Ja? Es mag nicht viel sein, aber bitte akzeptiert dieses kleine Zeichen meiner Dankbarkeit. Klar doch. Was soll das ist? Was für nicht viel! Wir haben endlich rote und grüne Panzer als Paarattacke bekommen. Du kannst nun die Wazipedie im Menü nutzen, um Paarattacken zu üben. Die habe ich am Strand gefunden. Vielleicht ist sie euch ja irgendwie von Nutzen. Solche Panzer habe ich allerdings noch nie gesehen. Ob da noch irgendwas drin steckt? Die Panzer sind also vom Pilzkönigreich. Vielleicht sind das genau diese Panzer, die wir immer benutzt haben in den früheren Spielen. Wer weiß, was in so einem Panzer stecken könnte. Dein Cooper, aber bei denen nicht. Freut mich, dass sie euch gefallen. Danke für alles. Ich danke dir. Schenke Herd, meine Lieben. Hamarias Sohn soll bald nach Capitabora kommen. Bald ist gut, sind doch mal dort. Da sind sie beiden. Oho, vielleicht ist Hamari auch hier. Mutter und Sohn wieder vereint unter einem Dach. Wäre das nicht schön? Ich find's schön. Nun, da liegst du leider weit daneben. Das werte Kind hat seine arme Mutter bisher noch nicht einmal besucht. Tatsächlich? Ach je, die gute Hamaria kann allerdings auch manchmal recht furchteinflößend sein. Hat sie mit ihren Schimpftiraden nicht sogar mal eine ganze Insel zum Schweigen gebracht? Wir wollen mal nicht übertreiben. Ach! Let's go. Hey, die Schnauzbart-Brüder! Wie läuft's denn so? War's ich und niedergeschlagen? So ein Quatsch! Das gibt's bei mir gar nicht! Ach, wenn man mich was vor... Wem mache ich was vor? Ihr habt ja recht, es ist so. Ich sollte Muttern mal besuchen. Aber ich habe hier echt eine Menge Sorgen bereitet. Keine Ahnung, wie sie jetzt drauf ist. So schlimm wird's schon nicht sein. Das schaffst du sicher auch allein. Dein Ernst? Ich dachte, du würdest wenigstens mitkommen. Ich habe es zu dir. Keine Zeit für einen Pause. Doch richt Mutter bitte von mir Grüße aus. Tja, geh ich halt allein. Man sieht sich. Schaut ruhig mal vorbei, wenn ihr auf Schwankum unterwegs seid. Werden wir. Nun bin ich ja doch von Sorge erfüllt, dass Mutter ihn glücklicherweise anbrüllt. Ach was. Ihr geht nach Schwankum und seht mal nach ihm? Danke, ihr seid echt ein tolles Team. Aber warte mal, wie wär's denn wir... Oh, Mission. Die Heimkehrer. Es gibt Mini-Quests? Während du Insel anbindest, erhältst du Missionen, um die Connectalien zu unterstützen. Eine Side-Quest also. Am Ende einer solchen Mission wirst du für deine Bemühungen sogar belohnt. Das Getratsche der drei Damen könnte dir Hinweise zu verfügbaren Missionen liefern. Ah, hin und wieder bitten die Bewohner Connectanias Mario und Luigi um Hilfe. Sprich mit Personen, über deren Köpfe ein Symbol angezeigt wird, um die Mission zu starten. Durch das Absolvieren von Missionen kannst du dir nützliche Items verdienen und erfährst auch mehr über Land und Leute. Einige Missionen verfügen über ein Zeitlimit oder können ab einem gewissen Punkt in der Handlung nicht mehr erfüllt werden. Wer es nicht verpassen will, wenn du nichts verpassen will, sollte lieber aufpassen. Aha, die Symbole auf der Karte können dir Hinweise darauf geben, wie es im Fortschritt geht. Sind Symbole nicht weiter gekennzeichnet, hast du die Mission nicht begonnen. Beginn die Mission, indem du mit der Person dort redest. Hat das einen Fall? Hast du es bereits angenommen? Ist ein Häkchen da? Solltest du mit dem Typen sprechen, um die Mission abzuschließen. Nur dann erhältst du auch deine Belohnung. Bei Missionen mit Zeitlimit ändert sich im Laufe der Zeit auch die Farbsymbole. Behalte sie im Blick, denn manche Missionen können durch Fortschreiten in der Story ablaufen. Aha. Okay, wir sollten erstmal entscheiden, wohin Capitabora fahren soll. Ey, alles mit der Ruhe. Wir müssen uns jetzt umschauen. Klatsch, klatsch. Es ist endlich Zeit. Mein Laden steht bereit. Anfrage? Warte, erstmal laden. Meine Werke sind mir wie eigene Kinder. Behandelt sie so, nicht mehr und nicht minder. Was hast du denn so? Handschuhe? Okay, damit werden wir schwächer, aber damit würden wir entweder einen von unseren drei Stats hier sehen können. Waffen? Schatzbrille. Besiegte Monster lassen mehr öfter Items liegen. Bartwert steigt, aber dadurch werden wir schwächer.
Erster Angriffgürtel. Der Schaden von Erstangriffen erhöht sich um 50%. Not bad. Und ich sehe gerade, wie teuer alles hier ist. Also wahrscheinlich werden wir diese Items auch gar nicht finden. Flitzekrone. Im Kampf besteht die Chance, dass du gleich zu Beginn zuerst an der Reihe bist. Das wäre für Luigi sehr interessant. Oder? Warte mal, das macht ja nur Verteidigung hoch, hä? Erster Angriffgürtel. Aber warte mal, der erste Angriffgürtel. Muss ich da mit dem jeweiligen Bro auf den Gegner springen für den Schaden? Das kann natürlich sein. Ja, okay, dass der das Schaden runtergeht, ist scheinbar jetzt immer so bei den ganzen Items hier. Ich würde einfach mal was kaufen. Ich finde die beiden Items sehr interessant. Also das ist... Interessiert mich nicht so wirklich, aber der Erstangriffgürtel, der ist interessant für mich. Den hau ich mir mal. Wem gebe ich den? Gib ihn Luigi, weil Geschwindigkeit kann er gebrauchen. Ja, ich kann es auch nochmal für Mario kaufen, aber... Wozu? Ich will ja nicht beide gleich machen, sondern... dass beide ihre eigenen Quirks haben. Im Kampf besteht die Chance, gleich zu Beginn zuerst an der Reihe bist. Okay, den hätte ich mir halt vorher holen sollen, ne? Jetzt lohnt er sich nicht mehr. Was ist mit den Handschuhen? HP steigt, Geschwindigkeit steigt und BP steigt. Ich würde sagen, Geschwindigkeit und dann nochmal für Luigi. Weil ich will, dass der nicht immer warten muss auf den Gegner. Andererseits... Ja, wohl doch. Doch, holen wir uns den. Für Luigi. Ich gönne ihm. Ich gönne meinem Bro. Oh, was? Erster Angriff im Kampf kriegt 15% mehr Schaden an. Oh, das ist doof. Also man kann entweder nur einen Handschuh oder einen Schatz, bis es in den Gürtel oder was immer es immer ist, ausrüsten. Ja, jetzt habe ich schon gekauft, dann gebe ich es halt Mario. Wollte ich die überhaupt nicht. Aber vielleicht ändere ich es nochmal andersrum. Warte, beenden erstmal. Gucken wir nochmal in der Ausrüstung. Das habe ich nicht gewusst. Rangbonus. Ne, lassen wir es so. Müssen wir so schnell wie möglich einen neuen Rang bekommen. Hey! Findet Materialien, dann zeigt sie mir. Dann mache ich was draus. Gleich jetzt und hier. Fabrizios Werkstatt. In der Werkstatt kannst du besondere Ausrüstungsgegenstände in Auftrag geben. Um dir von Fabrizio etwas anfangen zu lassen, musst du auf Capitabora nach... Was? Musst du sie auf Capitabora aussuchen und Anfrage anhören, auswählen? Hm? Bring die anschließend die benötigten Materialien. Okay, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Warum sieht sie übrigens auf dem Bild aus wie so eine Pappaufsteller? Das ist so flach. Manchmal da lassen besiegt die Gegner Materialien, die du für Ausrüstung benötigst. Halte also während deiner Abenteuerreise in Connectania stets die Augen offen. Sobald ein Ausrüstungsgegenstand einmal hergestellt wurde, kann dieser in der Werkstatt beliebig oft erworben werden, ohne dass du erneut auf Material so vergehen musst. Soll das etwas sein, ja oder nein? Erste Runde Gürtel? Glücksband? Was ist denn das Glücksband? Ein Glücksband, richtig? Dieses Band will man gern vorzeigen, denn es lässt die Chance auf tolle Treffer steigen. Zur Herstellung von diesem Werk. Da fehlt noch was, wie ich gerade merke. Die haben wir doch. Wenn ihr mir alle nötigen Teile präsentiert, bekommt ihr den Prototyp gratis, garantiert. Ich meine, das haben wir. Ist es Zeit für meine grauen Zellen, was Kreatives herzustellen? Ja, das hier. Ein Glücksband. Dieses Band will man gern vorzeigen. Habe ich also noch nicht genug, wa? Was mit dem ersten Runde-Gürtel? Grandios, wirklich famos. Schwankfelsen. Die haben wir. Alles ist bereit, weshalb ich schon anfange. Wartet nur kurz, es dauert noch nicht lange. Wie abgemacht, es ist vollbracht. Jetzt können wir die kaufen. Diese Erfindung zählt nicht zu meinen Nieten, also will ich sie künftig im Laden anbieten. Eure herzliche Hilfe hat mich sehr erheitert und nebenbei auch mein Sortiment erweitert. Quai, quai. Cool. Okay, Glücksspiel können wir noch nicht machen, aber warte mal, wie sieht das denn jetzt aus? Hier, immer so eingeklimmert gelabert, okay. Erster Angriff, erste Runde, es waren andere, ich dachte, es wäre das gleiche. Dein erster Angriff in einem Kampf richtet 30% mehr Schaden an. Dafür würde aber Geschwindigkeit um 1 sinken, weil ich ja jetzt den Geschwindigkeitshandschuh... Ja, hätte ich den nicht gekauft, ne?
Blöd. Eigentlich ist das viel besser. Ist auch viel besser als Fabrizius Item. Ich merke ihn mir, aber jetzt hole ich ihn mir nicht. Das war's erstmal. Okay, also wir haben von ihr auf jeden Fall noch eine Quest. Wo sehen wir die denn eigentlich hier? Nee. Doku vielleicht. Ah ja. Gerade zugefügt worden. Perfekt. Wir haben keine Twisterlandblätter. Okay, dann werde ich wahrscheinlich offscreen ein bisschen farmen gehen dafür. Aber jetzt noch nicht. Erstmal machen wir die Heimkehrer-Mission. Also ich schau mich nach oben, ob hier was Neues ist. Wenn man eine Quest hat. Das ging ja ab. Mario, Luigi, da kam so ein Lichter aus dem Konnektor geschossen. Habt ihr das auch gesehen? Ja, klar. Und das Beste daran ist, der Lichter hat die abgeschnittene Strömung wiederhergestellt. Sieht ganz danach aus, aber was war das überhaupt für ein Licht? Also irgendwo habe ich sowas schon mal gesehen. Beim Gigaleuchtturm, oder? Stimmt, du hast recht. Das sah aus wie das Licht eines Gigaleuchtturms. Aber wieso kommt dasselbe Licht plötzlich aus dem Konnektor? Zwischen den beiden muss irgendeine Verbindung bestehen. Nun, was auch immer der Grund sein mag, das Licht scheint uns den Weg zu weisen. Dafür bin ich überzeugt. Ich auch. Sicher gibt es einen Gigaleuchtturm auf der Strömung, die wiederhergestellt wurde. Und wenn wir diesen Gigaleuchtturm wieder in Gang setzen, dann ist es gut möglich, dass uns der Weg zum nächsten Ziel gewiesen wird. Aber pass auf. Mein Gigaleuchtturm wimmelt es gerade nur so voll von Gegnern. Was hattest du überhaupt bei diesem Gigaleuchtturm zu suchen, Stromas? Nun, das war so. Als die Welt auseinanderbrach, saßen mein Vater und ich auf einmal auf Dschungelog fest. Vom Ufer aus konnten wir beobachten, wie all die anderen Inseln an uns vorbeitrieben. Wir begriffen, dass etwas Schreckliches mit Konnektanien geschehen war. Doch wieso war das Land überhaupt auseinandergebrochen? Wir beobachteten weiter das Meer auf der Suche nach einer Antwort. So merkten wir nicht einmal, wie plötzlich dunkle Schatten im Himmel erschienen. Als wir sie endlich bemerkten, war es bereits zu spät. Sie verschleppten uns zu einem der Gigaleuchttürme. Was ich dort gesehen habe, solche merkwürdige Kreaturen. Und dann, ich erinnere mich danach ehrlich gesagt nicht mehr an sehr viel. Was ist denn aus deinem Vater geworden? Ich... Stromas! Bitte macht euch keine Sorgen. Mein Vater geht sicher gut. Es ist nur... Ach nein, schon gut. Bitte vergesst es. Gehen wir einfach zu diesem Gigaleuchtturm, ja? Wir erteilen diesen Kreaturen eine Lektion und stellen das Licht des Leuchtturms wieder her. Der Arme. Das klingt ja schrecklich. Oh, Stromas Geheimnis. Reden wir nochmal mit ihm. Ha? Was ich vorhin noch sagen wollte? Sagt mal, Mario, Luigi, würdet ihr wohl für mich nach meinem Fernrohr suchen? Ich wollte euch keine Umstände bereiten, deshalb hatte ich anfangs nichts gesagt. Aber ich bin mir sicher, dass es noch irgendwo auf Dschungelog liegt. Da wollen wir sowieso nochmal hin, also ja. Schreitest du in das Story voran, sind sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr verfügbar bei diesen Missionen. Wenn du sofort sie abzuschießen, dann erledige sie, bevor du voranschreitest. Ja, ich würde sagen, machen wir jetzt immer, oder? Klingt richtig für mich. Mir ist übrigens gerade aufgefallen. Was ist das hier für eine komische Welt? Also ich meine, scheinbar war die Welt ja schon immer nur aus Inseln. Also die hat ja schon immer nur aus Inseln bestanden, diese Welt. Was ist mit dem hier eigentlich? Riffily. Ach, sie ist das. Ah, ihr seid doch... Oh, richtig. Ihr seht aus. Ihr seht auch echt nicht wie Mario und Luigi aus. Was soll das heißen? Das ist riesig. Ich wollte euch nämlich was fragen. Ihr seid doch im Begriff, die Driftinseln anzubinden, habe ich recht? Oh, wenn ihr sowieso nach Driftinseln Ausschau haltet, dann haltet auch die Augen nach Riffen für mich auf, bitte. Ist ja klar, dass es dafür auch eine Belohnung gibt. Aber nur bei ganz vielen Riffen. Nur dann gibt es die Belohnung. Ach ja, so als Nebenjob können wir das ja gerne mal übernehmen. Riesig. Wenn ihr eure Seekarte genau studiert, solltet ihr sogar erkennen können, wo ein Riff ist.
Da fahrt ihr dann hin und nehmt mit der großen Kanone die Form des Bürsts unter die Lupe. Alles klar. Das wird richtig riesig. Riffle und Riffe. In Connectanias Gewässern stößt man zuweilen auf seltene Riffe mit seltsamen Formen. Riffe kannst du auf der Seekarte sehen oder sie mit Zielfernrohr der großen Kanone entdecken. Teile Riffle dir deine Funde mit, um von ihr je nach Riffanzahl belohnt zu werden. Es macht Spaß, Connectania auf der Suche nach neuen Riffen bis in den letzten Winkel zu erkunden. Macht sich auf einige verrückte Entdeckungen gefasst. Also auf Kunstwerke oder wie? Ja, was ich sagen wollte, also dieses ganze Universum hier, wo wir jetzt sind, besteht nur aus Inseln. Ist das nicht ein bisschen deprimierend? Ich meine, okay, wir sind vielleicht nichts Besseres gewohnt, aber... Na gut, dann wiederum, sollten wir die vielleicht mal einladen zum Pilzkönigreich? Wäre das eine gute Idee? Irgendwie ja nicht, glaube ich. Naja, wir schauen mal, was für Missionen wir beim nächsten Mal angehen werden in der nächsten Folge von Mario und Luigi Brothership. Guck mich nur kurz um noch am Ende. Ich glaube, hier finde ich nichts mehr. Das waren so ziemlich alle Missionen, die wir annehmen konnten bisher. Okay.